die wurden für HIV- und HCV-Forschung verwendet. Geht's dir gut? Siehst du meine Hände? Die sind fast gleich. Das Krasse ist, wirklich, der hat fast sein ganzes Leben eingesperrt in einem Labor verbracht. Die nächsten Wochen geht es bei uns um Tierversuche. Und wenn ihr Medikamente nehmt, dann muss euch ja eigentlich klar sein, dass die auch an Tieren getestet wurden. Und das blende ich zum Beispiel total oft aus. Und ich wollte für die Folge herausfinden, was macht es mit Tieren, wenn sie für Tierversuche verwendet werden? Ich bin zu einem Ort gefahren, da leben jetzt ehemalige Laboraffen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Schimpansenanlagen. Ja. Die Affen befinden sich jetzt im Aufenthaltsboxen. Wenn wir in die Wohnräume gehen, kontrollieren, reinigen und ihnen eigentlich Futter auslegen. Das heißt, du lernst das. Wow, 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 wow. Ja. Hallo. Das ist der Holofernes. Guten Morgen, Holofernes. Dann haben wir den Isidor. Der Blecki, kurz unentspannt. Ja, es wird dann eine Beruhigung, das ist schon in Ordnung. Aber was mussten die alles durchmachen, die Affen, die hier sind? Die waren in einer Tierversuchsanstalt und waren in einer Haltung, in einer isolierten Haltung und wurden für HIV- und HCV-Forschung verwendet. Im Grunde genommen ist ihnen die gesamte Kindheit eigentlich genommen worden. Das heißt, sie sind wirklich von der Wildnis gefangen worden und als Babys in die Forschung gekommen. Dass sie etwas dazu beitragen zu unserer Gesundheit, sagen wir es mal schön formuliert, wie es jeder formulieren würde. Und wie sah deren Leben aus in der Forschung? Das waren eigentlich überhaupt keine natürlichen Reize. Das heißt, es ist haustechnisch aufgebaut gewesen, mit Lichtprogramm. Ich glaube nicht, dass Sie es verstanden haben, aber Sie würden mir beistehen, was das für eine nicht wirklich angenehme Haltung war. Also von den Affen, die ich hier getroffen habe, von denen gibt es keine Videos, wie es bei denen war. Aber ich habe Aufnahmen gesehen von Tierschützern. Bei anderen Affen haben die undercover gefilmt. Und da siehst du mal, was da passieren kann in solchen Tierversuchslaboren. Ich zeig's dir mal. Voll verstört, oder? Ja. Alter. Aber so sieht halt dein Leben aus, ja? Ja. Also, oh, krass. Oder welches Leben? Mhm. Das sind die Wohnräume von der Männergruppe. Da leben 5 Schimpansenmänner. Ja. Betonwände zum Schuppen, ja. Ja. Wow. Das ist echt lustig. Also, die beobachten einen. Du merkst halt einfach sofort, dass die, wie viel die checken. Also, wie ähnlich die auch uns sind. Was für ein Verhältnis haben die denn dann eigentlich zu Menschen? Ne, weil die haben die ja wahrscheinlich oft nur wahrgenommen als jemand, der eine Spritze bringt, oder? Oder was auch immer. Naja, ich selbst habe ja in der Forschung gearbeitet, ich habe als Tierpfleger begonnen, Tierpflegerin, und ich habe keine Spritze gewartet, ich bin Tierpflegerin eigentlich. Und also du kennst schon die Tiere, seitdem sie im Labor waren? Ja, also ich kenne die Affen 25 Jahre. Und deswegen, durch das, dass ich die Vergangenheit von ihnen gesehen habe, habe ich mir eigentlich immer vorgenommen, sie zu begleiten, wohin sie auch gehen können. Aber meinst du, dass man kann das wieder gut machen, was den Affen passiert ist? Ich kann nie von einer Wiedergutmachung sprechen, weil man kann ihnen nie das Leben zurückgeben, was sie vielleicht gelebt hätten. Sie werden immer eine Abhängigkeit haben vom Menschen. Durch das, dass wir es eigentlich beeinflusst haben, es ist halt nicht möglich, diese Situation zu ändern, aber zumindest so weit zu führen, dass sie ganz einfach in Würde altern können. Das ja, ist darum geht's auch, ja. Genau. Ich helfe weiter. Bitte. Weil die Affen wollen ja so schnell wie möglich wieder nach Hause. Also was wir jetzt noch machen, ist, dass wir die Freianlage noch mal vorbereiten. Wir verstecken ein bisschen Futter. Und also, hast du sie warten auch schon darauf, dass sie raus dürfen. Wenn wir jetzt da reinschauen, also würde ich da eben gerne mal zeigen, ja, was eigentlich einer der unglaublichsten Momente war. Die sehen zum ersten Mal jetzt, also das erste Mal in ihrem Leben, wirklich, oder? Dass sie in der Sonne
direkte Sonneneinstrahlung und dass sich eine Tür öffnet, die was ihnen eigentlich Zugang zur Natur gibt. Also die umarmen sich, die sind auch selbst sehr natürlich aufgeregt, ängstlich. Sie wissen nicht im Moment, wie sie handeln sollen. Wahnsinn. Und haben es dann eigentlich gemeinsam geschafft, Wahnsinn, den Schritt in die Natur zu wagen. Was machen wir hier? Süß. Die mussten erst wieder lernen, und das finde ich eigentlich so das Krasse an dieser ganzen Sache, die mussten erst wieder lernen, Affe zu sein. Normal zu sein. Genau. Jetzt dürfen sie raus, okay. Oh, Wahnsinn. Das gehört schon zum Schimpansenleben dazu. Genau, wir sind jetzt hier. Die Pony geht wieder zurück, aber jetzt kommt die Susi und sagt Hallo. Hi. Hi. Ja. Ja, gell? Wir haben dir ein paar süße Sachen versteckt. Und Salat gibt's auch. Ich habe einfach das Gefühl, so, dass es gut ist, dass sie jetzt hier was sein können. Also einfach leben. Und nicht irgendwie so verwendet werden, damit du, ach schau, irgendwas an denen testest. Hey, hey. Das Krasse hier dann ist aber noch, dass diese ganzen Tierversuche waren komplett für die Katz. Genau, man hat sie mit HIV infiziert, hat dann irgendwann später aber rausgefunden, dass es gar nicht bei den Affen ausbricht. Das heißt, es konnte auch gar keine Forschung mehr gemacht werden. Es kamen keine Erkenntnisse dabei raus, die vielleicht für den Menschen hätten sinnvoll sein können. Alles umsonst? Ja, komplett. Die mussten leiden für nichts. Aber das ist genau der Grund, warum ich so skeptisch bin, ob Tierversuche überhaupt sinnvoll sind, weil es total oft so ist, dass es nicht auf den Menschen übertragbar ist. Ist halt jetzt echt eine harte Frage, aber wenn man mit Tierversuchen Menschenleben retten kann, lohnt sich's dann? Wenn man Tierversuche macht, sollte man sich auch noch die Gedanken darüber machen, wie weit man das Tier aussetzt einer Qual, wie weit man ihm wirklich das Leben wegnimmt. Da ist die Fragestellung für mich nie gegeben, dass es eigentlich sein sollte oder nicht. Es sollte nicht sein in dieser Menge und ohne Gedanken an das Tier selbst. Ab wann ist es okay, dass man sagt, ich versuche etwas an Tieren, damit ich der Menschheit helfen kann? Ist für mich eine super schwierige Abwägung. Was haltet ihr von Tierversuchen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und nächste Woche bin ich bei einem Tierversuch sogar dabei.